Mit Mimobile ab ins Gelände, so heißt unsere Aktionswoche, die noch bis zum kommenden Sonntag, den 3. März, läuft. Gestern fand bei uns unser Diskussionsforum Let's Talk 4x4 statt. Hier gab es Vorträge zu fünf Themen. Die Vorträge haben wir alle für Sie gefilmt und möglichst schnell online gestellt. Einen der Vorträge sehen Sie nun hier in diesem Video. Zu den anderen finden Sie den Link unten in der Videobeschreibung. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuschauen und freuen uns, wenn Sie die Gelegenheit nutzen möchten, den x tora oder auch alle Allradwohnmobile von unseren anderen Marken Carman Mobil und Röhncamp, bei uns vor Ort live anzuschauen. Lieber Frank, dein Part. Ich danke dir, Carsten. So klasse. Ich finde das ähm, auch immer. Total toll, wenn man mal diese ganzen Assistenzsysteme äh, erklärt bekommt. Äh, mittlerweile steckt da so viel Elektronik in den Autos drin. Äh, da muss man sich echt mal mit beschäftigen. Also, das ist wirklich schon eine spannende Geschichte. Ja, der neue Xtura. Ähm, ich möchte Ihnen jetzt ein paar Themen ähm, rund um den Xtura näher bringen. Ähm, die erste Frage mal vorweg: Ein Fernreisemobil von eurer Mobil. Warum denn eigentlich? Ähm, wir haben uns da was dabei gedacht. Ähm, Euromobil als Hersteller hat schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten muss man sagen, ähm, einige Stärken ähm, und die passen ganz hervorragend zu dieser Art von Fahrzeugen. Ähm, da geht es um Winterfestigkeit, Ganzjahresnutzung, da geht es um ähm, Qualität und Stabilität der Karosserie. Alles das sind Themen, die äh, für eure Mobil schon seit vielen, vielen Jahren äh, Stärken sind, die wir weiterentwickeln, kontinuierlich weiterentwickeln. Und was unsere Fahrzeuge ausmacht. Und dann muss man dazu sagen: leichte Fernreisefahrzeuge. Wir reden jetzt ja nicht über die schweren LKWs. Das ist für uns ein ganz interessantes Segment, was im Moment auch mal floriert, sehr viel Nachfrage macht und wo wir uns technisch, technologisch auch ein kleines bisschen austoben können und so ein bisschen zeigen, was wir als Hersteller drauf haben. Ja, der X-Tura, was sind die Schwerpunkte? Reisekomfort. Die Idee ist, viele Leute haben Erfahrung gesammelt mit Reisemobilen und sagen, jetzt möchten wir ein bisschen weiter, jetzt möchten wir einfach längere Touren fahren, ein bisschen anspruchsvollere Touren fahren und brauchen dafür technisch ein bisschen bessere Ausrüstung, damit das auch irgendwo sorglos geht. Da wollen wir für Komfort sorgen, eben nicht nur für Technik, sondern auch für Komfort. Ausgeprägte Ganzjahrestauglichkeit, ein ganz wichtiges Thema äh, bei Eurer Mobil. Wir produzieren schon seit Jahrzehnten Fahrzeuge mit Warmwasserheizung, ähm, die auch im Winter ganz hervorragend nutzbar sind. Ich werde manchmal von Kunden gefragt, äh, so ein bisschen schüchtern, ja, äh, meinen Sie denn, wir könnten damit ja auch mal so im Herbst oder im Frühling, ich sage, wir ja, gehen so mal Skifahren. Sage ich dann so, doch einfach mal, der kann das. Ja, und habe dann ganz äh, interessante, nette Rückmeldungen auch schon von äh, unseren Kunden bekommen, sagen, oh, wir waren im Schnee, wir waren hier, wir waren dort. Das hat richtig Spaß gemacht, es war so richtig kuschelig und gemütlich. Also ganz Jahrestauglichkeit. Sicherheitsausrüstung, wir haben viele technische Systeme in unseren Fahrzeugen, ob das die Karosserie ist, ob das die Verbindung zwischen Aufbau und Fahrgestell ist, äh, bis hin zu äh, Sicherheitsgurtverankerungen und äh, Assistenzsystemen die das Fahrzeug reisesicher äh, auf allen Straßen machen. Zuverlässigkeit. Ähm, ich habe eben ebenso einleitend gesagt, ich bin stolz, dass äh, auch äh, unsere Partner hier sind. Äh, wir haben die Partner bewusst ausgewählt, um auch technisch-technologisch Produkte in unser Gesamtkonzept hineinzubekommen, äh, die ihnen auf äh, langen Reisen Spaß machen und eben nicht, ja äh, mal dann. Ausfallen, wenn man sie am meisten braucht, was dann besonders schlimm wäre. Handliches Fahrverhalten, ähm, auch wichtig. Das Gesamtkonzept haben wir so ähm, aufgebaut, dass das Fahrzeug ähm, auf der Straße und auch jenseits der Straße und auf Pisten gut handelbar ist. Ähm, hier geht es um die Abmessung, komme ich gleich nochmal drauf. Und einfache und intuitive Bedienung. Ähm, wir haben das so auf Neudeutsch, also Englisch, äh, mal gesagt. Ähm, es gibt Zuverlässigkeit, also Reliability ähm, und ähm, easy to use, also leicht zu handhaben. Wir wollen nicht, dass man im Fahrzeug ist und irgendeine Funktion, so, das war verdammt normal, jetzt muss ich erst mal 27 Seiten Bedienungsanleitung lesen, bevor das äh, irgendwo klar ist, wie das geht. Also einfach zu handhaben, sodass es Spaß macht, dass man mit wenigen Handgriffen auch das an Funktionen abrufen kann, äh, was man in den Situationen sucht. So, im Winter haben wir das Auto schon mal richtig dreckig gemacht. Ähm, hat auch einen riesen Spaß gemacht. Ähm, wir sind in Österreich durch den Schnee gepflügt, haben mal geguckt, wie er sich im Schnee und im Matsch fährt. Ähm, war toll und sind schöne Fotos dabei entstanden. So technische Konzepte. Ähm, wir werden sprechen über das Aufbaukonzept, das heißt Karosseriebau. Wir werden sprechen über ähm, unsere Seal Structure Technologie. Das ist unser Karosseriebaukonzept, die Art und Weise, wie wir die Karosserie ähm, zusammenbauen. Bei eurem Mobil gibt es eine Klebe, eine sehr ausgereifte Klebetechnik. Wir verschrauben nicht mehr, wir kleben alles zusammen. Werde ich Ihnen gleich im Detail zeigen. Dann die Ausrüstung des Fahrzeugs. Wenn Sie auf längeren Reisen sind, brauchen Sie mehr Ausrüstung. Also wenn Sie nur hier, sage ich mal, nach Frankreich, Italien oder nach Spanien fahren. Ähm, All, äh, Ganzjahrestauglichkeit, All-Season-Performance. Ähm, ich werde Ihnen was über Heizung und die ähm, Nutzung der Heizung, die b des Fahrzeugs erklären. Dann werden wir ganz viel über Autarkie sprechen. Ähm, wenn man ein bisschen weiter weg will von der Zivilisation, soll das ja auch länger Spaß machen als 24 Stunden. Ähm, dann werden wir über die Steuerung des Fahrzeugs sprechen. Weil ich kann ja viel erzählen, ist einfach zu bedienen. Wollen wir schon mal ordentlich erklären, dass Sie auch unsere äh, konzeptionelle Idee verstehen. So, und dann werden wir sprechen über Offroad-Navigation und auch über Sicherheit, wenn man sich irgendwo in Ecken rumtreibt, wo man eben nicht äh, in der Nähe von äh, Simulationsstruktur ist, dann will man ja auch dort im Notfall mal irgendwo eine helfende Hand bekommen. Ja, der Aufbau. Ähm, es gibt ja einige Fahrzeuge auf dem Markt, die haben gesagt, wenn wir ein Fernreisefahrzeug machen, muss er ein bisschen was können. Der ist relativ groß für ein Offroad-Fahrzeug. Das heißt, er hat eine gewisse Länge. Wir sind 6,89 Meter lang. Wir sind 2,10 Meter breit, das ist also schön kompakt und schmal. Also man kommt da prima überall durch. Und er hat einen gewissen Überhang, den wir brauchen, damit wir eine komfortable Garage und einen komfortablen Wohnraum hinkriegen. Damit der Überhang uns aber nicht nervt oder zu arg nervt, hat dieses Fahrzeug einen Böschungswinkel, äh, ja, wir haben hinten das, das Heck quasi abgeschnitten äh, und da entsprechend ähm, einen äh, Stoßfinger dran gemacht. Genau. Höher gelegt ist er auch und eine resistente Außenhülle hat er auch. Äh, wir haben einen Voll-GFK-Aufbau äh, bei eurem Mobil, also GFK-Sandwichplatten, homogene Sandwichplatten aus GFK, äh, die mit Aluminiumprofilen äh, zusammengeklebt werden. Und da kommen wir schon gleich auf dieses Thema. Ähm, Eurer mobilen Sealed Structure. Dieses erste kleine Bild, da unten links, ich hoffe, Sie können das ein bisschen sehen, ähm, das ist schon ein ganz alt, altes Bild. Wir haben 2006 unsere Karosseriebaustruktur, die Sealed Structure Struktur eingeführt äh, und hatten da äh, mit Testfahrzeugen verschiedene Sachen gemacht. Und dieses Bild zeigt so eine Rampe, so eine Auffahrt bei uns hinter der Fabrik, hinter der Halle sind da hochgefahren und haben dann ähm, gemerkt, naja, der Aufbau bewegt sich ja gar nicht, der hebt das einfach das Bein, ja? also er hebt einfach das Rad an, ohne dass äh, im Aufbau äh, wesentliche Torsionsbewegungen äh, zu spüren waren. Und das ist äh, allen voran ein ganz wesentliches Argument für unseren äh, Karosseriebau. Es ist extrem verwindungssteif dadurch, dass eben alle äh, Profile über die gesamte Länge, über die ganze Strecke miteinander verklebt sind. Das zweite Bild äh, zeigt eine Sandwichplatte. Ein homogenes Sandwich innen außen GFK. Wir haben verschiedene Schäume mit unterschiedlichen Platten. Also der Boden ist ein bisschen anders aufgebaut als die, als die Seitenwände und das Dach. Und in den Verbindungsbereichen nutzen wir einen speziellen Schaum, der mit Glasfasern angereichert ist, durchsetzt ist, der nochmal eine ganz, ganz hohe Stabilität an den Stellen bringt, wo die Aluminiumprofile angreifen. In dem dritten Bild sehen Sie jetzt so ein Aluminiumprofil. Das ist ein bisschen der Platzhalter für alles, was rundherum passiert. Das hier ist jetzt boden Bodenseitenwandverbindung. Ähm, da hat man eine offene Struktur, wo hinterher die Schürzen eingehängt werden. Ähm, Im oberen Bereich sind die äh, Profile dann äh, pulverbeschichtet, damit man die Oberfläche auch einmal ästhetisch wahrnehmen kann und das gescheit aussieht. So, das ist die, ähm, die Aufbautechnik. Ähm, ja, was bringt das? Es gibt keine Rollstrukturen mehr, wo irgendwas vergammeln oder verwittern kann. Es gibt eine extrem hohe Torsionsfestigkeit. Wir haben eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber allen Einflüssen von außen. Also Witterung, Salz, Nebel im Winter auf den Straßen, Sand, ist es eigentlich völlig egal. Diese GFK-Außenhaut hält das aus und auch die Verbindung mit den Profilen ist so ausgeführt, dass diese Klebstoffoberfläche nicht durch diese Einflüsse belastet wird, sondern nur gerade die schmale äußere Kante, aber der Rest dieser Klebeverbindung ist im geschützten Bereich. So, hier sehen wir jetzt noch nochmal gerade einen Blick in die, in die Technik. Hier sehen wir so ein Profil. Ich gehe mal hier ein bisschen vor die, vor die Tafel. Sie sehen hier, das ist jetzt ein Dach, eine Seitenwand. Sie sehen hier diese offenen Kanäle. Das nennen wir Kavität, also es ist einfach ein Hohlraum. Ähm, dieser Hohlraum entsteht, wenn man die Wände zueinander positioniert und mit diesem Profil verbindet. Bei Euromobil äh, machen wir es so, dass wir die Wände, also dass wir die gesamte Struktur trocken zusammenbauen, also ohne Klebstoff. Und dann, äh, wenn alles zusammengesteckt ist, dann spritzen wir mit speziellen Anlagen den Klebstoff ein. Irgendjemand eine Idee, warum wir das so machen? Also, an die Handwerker unter uns. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Profil von ungefähr vier Meter Länge. Ich mache es nicht, sagen wir mal drei, ich mache es nicht zu kompliziert. Jetzt nehmen Sie Klebstoff, tragen den Kleber auf dieses Profil auf und dann versuchen Sie, das mit Klebstoff benetzte Profil auf eine Sandwichplatte aufzustecken. Und dann kommt der Lesben, der Blödkopf und fragt: Und wo ist der Klebstoff? Wie stellen Sie sicher, dass der Klebstoff dort ist, wo Sie ihn vorgesehen haben? Und das ist genau der Grund. Wir machen es das so, dass wir diese Kanäle in der Fertigung mit speziellen Anlagen befüllen, nachdem sie montiert sind, weil dadurch sind wir sicher, dass der Klebstoff zu 100 Prozent an der Stelle ist, wo wir ihn hinhaben wollen, nämlich in dieser Kavität und nicht irgendwo an der Hose des Arbeiters äh, oder äh, irgendwo am Putzlappen äh, neben der Werkbank. Ja, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Grund äh, zur Sicherheit dieser, ähm, dieser Methode. Das zweite Thema, ähm, war ein bisschen Mathematik machen. Das ganze System ist bis zu hundertfach überdimensioniert gegenüber den Kräften, die tatsächlich auftreten können. Ein Meter dieser Klebeverbindung – man sich vorstellen, wenn der Klebstoff ausgehärtet und mit den Fügepartnern verbunden ist – ein Meter dieser Verbindung kann 3.500 Kilo tragen. Also das ist ein, ein x-faches dessen, was tatsächlich auf der Straße oder wo auch immer Sie rumfahren, an Kräften auftreten kann. Und das gibt uns eine enorme Sicherheit, dass sie auch langfristig, auch wenn das Fahrzeug mal 10 oder 15 Jahre alt ist, mit dieser Karosserietechnik keinen Stress haben. Ich werde oft gefragt, was passiert, wenn man da mal was kaputt geht, wenn man jetzt einen Unfall hat. Das ist ja schon, eine etwas komplexere Technologie. Es ist für spezialisierte Werkstätten relativ einfach. Man kann diese Klebeverbindung einschneiden, also man trennt hier tatsächlich auf. Mit äh, speziellen äh, Schneidwerkzeugen und kann das dann auseinanderbauen. Das heißt, man könnte auch im Nachhinein ein neues Dach einbauen, äh, wenn man irgendwo mal einen Baum erwischt hat. Äh, man kann im Nachhinein eine Seitenwand austauschen, wenn irgendwo ein Unfall passiert ist. Äh, das geht alles. Das ist in Spezialwerkstätten gut machbar. Ja. So, dann machen wir noch ein bisschen kleben. Ähm, ich habe mir da so ein paar schöne kleine Bildchen mitgebracht. Ähm, da sehen Sie diese. Diese roten äh, Netze, das soll den Klebstoff darstellen. Dann sehen Sie die Fügepartner, also da haben wir den Werkstoff 1, das kann das Aluprofil sein, dann haben Sie den Werkstoff 2, das ist zum Beispiel die Seitenwand, die GFK-Oberfläche. Ähm, und dann haben Sie jetzt hier zwei äh, Zustände. Der eine, der hat hier äh, Oberfläche, die schmutzig ist. Und jetzt muss Sie sich vorstellen, der Klebstoff in sich, der hat in sich Festhaltekräfte. Das nennt man äh, die sogenannten Kohäsionskräfte, die im Klebstoff selber bestehen. Das ist das, was die Moleküle des Klebstoffs in sich können. Ähm, also, da haben wir jetzt diese dreieinhalb Tonnen. Ne? So. Wenn Sie jetzt die Oberfläche haben äh, und die ist wie in diesem Bild hier total verschmutzt, dann verbinden sich aber nur wenige dieser Klebstoffmoleküle mit der Oberfläche, weil überall da, wo Dreck ist, da halten die nicht. Und Schmutz ist in dem Zusammenhang eben nicht nur äh, irgendwas. Gut sichtbar braunes, sondern Schmutz ist tatsächlich schon das, was ich hier an meinen Fingern habe, was Sie an Ihren Fingern haben. Stellen Sie sich vor, es geht jemand durch die Fabrikhalle und stützt sich an der Sandwichplatte ab, die vorher schon jemand gereinigt hat. Der merkt das nicht und an der Stelle, wo das Fett von meiner Hand ist, greift der Klebstoff nicht mehr richtig. Das heißt, als wir 2006 dieses Verfahren bei uns in, im Berg eingeführt haben, haben wir sehr viel investiert in die Sauberkeit der Fabrik. Die Schulung des Personals und in die Qualitätsüberwachung äh, der laufenden Produktion. Denn nur wenn alle Oberflächen sauber, fettfrei, schmutzfrei sind, dann klappt das auch mit den Adhäsionskräften. Das heißt, dann sind die Kräfte, die die Klebstoffmoleküle aufbauen können zu den Oberflächen, mindestens genauso groß wie die Kräfte, die der Klebstoff in sich hat. Und dann sind wir insgesamt für diese Verbindung bei den dreieinhalb Tonnen. Also, das ist so ein bisschen Klebetechnik. Ja, bitte. An der Stelle nicht. Ähm, da muss ich jetzt äh, nochmal kurz zurückspringen. Ähm, Sie haben hier diesen Klebstoffkanal, der ist anderthalb Zentimeter äh, tief. Äh, und Sie haben hier äh, Einflussmöglichkeiten auf die Klebstoffoberfläche durch Chemikalien, Salzwasser, alles was passiert, nur auf dieser kleinen Fläche. Das heißt, in zehn Jahren verlieren Sie hier vielleicht zwei Millimeter in der Tiefe. Und der Rest bleibt unangetastet. Das ist das ganze Ja. So, rechts das Bild, das ist so eine Klebstoffanlage. Wir arbeiten bei uns in der Fabrik mit diesen Klebeanlagen. Das sind zwei Komponenten Klebstoff. Der kommt aus diesen Pumpstationen, wird in diesen Pumpstationen gemischt. Da haben wir so ein bisschen temperaturabhängige Geschichten. Im Winter muss er ein bisschen flüssiger sein, im Sommer ein bisschen härter, damit das alles sauber balanciert ist und die offene Zeit in der Produktion eingehalten wird. Aber aus diesen Anlagen wird der Klebstoff gepumpt und dann mit Pistolen in diese Kavitäten eingebracht. So, jetzt könnten wir über das Kleben noch zwei Stunden reden, war ich aber nicht keine Angst. <laughs> Zurück zum Produkt. Jetzt kommen wir von der Karosserietechnik zur Ausrüstung. Der X-Tura bringt eine ganze Menge Sachen mit. Wenn Sie irgendwo schwierige Wegstrecken fahren, brauchen Sie in der Dämmerung und in der Dunkelheit brauchen Sie gescheites Licht. Wir haben vorne eine Leitbar auf, auf der Haube, auf der Hutze angebracht. Da sind drei richtig starke LED-Scheinwerfer drauf. Zwei dieser LED-Scheinwerfer können während der Fahrt oder werden während der Fahrt mit dem Fernlicht mitgeschaltet. Dürfen also auf der Straße im Straßenverkehr benutzt werden. Der dritte in der Mitte, der größere, der darf nur Offroad benutzt werden. Genauso wie die seitlichen äh, und der rückwärtige Scheinwerfer, die dürfen auch nur im Rangierbetrieb ähm, Offroad benutzt werden. Wir haben eine. Nee, die Lichtmaschinenladeleistung, die stimmt nicht. Was habe ich denn da wieder getippt? Tut mir leid. Ähm, das war der böse Fehlerteufel. Wir haben 200 Ampere äh, Lichtmaschinenleistung, von denen wir 60 Ampere. Über die äh, Orions von Victron auf die Batterie gehen können. Ich mache gerade den Blattsatz fertig, da sind Sie sofort da, äh, dran. Wir haben ähm, den Allradantrieb mit der passenden Bereifung. Wir haben ein tolles Dachträgersystem, was Sie tatsächlich auch für Sportgeräte benutzen können ähm, und wo wir unsere Solarpanels integriert haben. Ähm, und integriert meine ich auch wirklich so. Die Solarpanels liegen im Profil, ähm, das heißt, sie sind schön belüftet. Damit sie ihre Leistung bewahren, stehen aber oben nicht über, damit sie im Notfall auch mal zwei Kajaks auf Dach legen können. Dann haben sie natürlich keine Solarleistung mehr, aber zur Not wäre das beladbar. Genau. So, da haben wir nochmal das Beleuchtungsthema. Wir haben das, sieht man das auf dem Foto, ja? Also, es ist wirklich klasse, wenn sie rangieren mit dem Mixtur. Sie haben eine ganz, ganz tolle Rundumbeleuchtung, mit der sie auch in der Dunkelheit toll arbeiten können und da entsprechend ausgerüstet sind. So jetzt aber Ihre Frage: Sorry. Das ja. ja. Also wenn Sie die Markise eingefahren haben, funktioniert die Umfeldbeleuchtung immer. Sie sehen es auf dem Bild so ein bisschen. Der Schattenschlag der liegt hier ein bisschen über einen Meter vom Fahrzeug weg. Wenn die Markise angebaut ist, ist das noch ein bisschen schlechter, aber es funktioniert immer noch. Und wenn Sie die Markise ausgefahren haben, dann haben Sie natürlich einen schönen Schatten gemacht, das ist klar. Doch, Sie haben die Vorzelt, äh, wir nennen das Vorzeltleuchte, so wie früher auch Karawan oder so. Äh, Sie haben die äh, Einstiegstürbeleuchtung. Das ist eine Lampe, die hier äh, oberhalb der Tür sitzt. Okay. So, dann ähm, waren wir gerade beim Rangieren. Ähm, wir haben mehrere Rückfahrkamerasysteme am Fahrzeug. Äh, die sind in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht. Äh, wir haben die direkte ähm, Rangierkamera, die das äh, am Umfeld direkt hinter dem Heckstoßfänger zeigt. Das ist die Mercedes-Kamera, die ist aufgeschaltet auf das MBOX-System, aktiviert sich dann automatisch, sobald sie den Rückwärtsgang einlegen. Ähm, und wir haben eine zweite Kamera. Das ist die Garmin-Kamera, die ist ja auch im Gehäuse integriert. Das ist unsere sogenannte Rückspiegelkamera, die zeigt Ihnen das Bild oder den Zustand oder den, die Fahrsituation geradeaus hinter dem Fahrzeug. Also da können Sie dann sehen, wer hinter Ihnen herfährt auf der Straße oder äh, wie auch immer. Sie haben diese beiden Kamerasysteme. Äh, die zweite Kamera, die Rückspiegelkamera, ist aufgeschaltet auf den garmin trad auf das Navigationsgerät. Der Exsturor bringt eine ordentliche Bereifung mit. Wir haben uns hier entschieden für die BF Goodrich-Reifen äh, auf den äh, Delta Felgen. Das ist eine sehr ordentliche erprobte äh, Ausstattung. Genau. Und jetzt kommen wir noch ein bisschen zum Boden ähm, und zur Ganzjahresnutzung. Da hinten war die Frage, was ist eigentlich mit der Bodenplatte? Die Bodenplatte besteht aus zwei Schichten. Die tragende Schicht hat ähm, 40 mm Stärke ist mit Aluminiumprofilen äh, nochmal zusätzlich verstärkt und verklebt mit dem Chassis. Dann kleben wir einen oberen Boden auf diese Tragstruktur drauf, nochmal zusätzlich. Und in diesem oberen Boden, ähm, der ist nochmal 40 mm stark, ähm, da haben wir eine Warmwasserheizung integriert, die alte Warmwasserheizung integriert. Und das sieht man jetzt hier auf den Bildern so ein bisschen. Ähm, da oben rechts. Das ist jetzt im Prinzip ein, ein Einschnitt in so eine Bodenplatte. Das Rote, das sind die Rohrleitungen, die liegen in solchen Aluminiumnetzen. Die haben jetzt die Funktion, die Hitze von der Rohrleitung in die Fläche zu verteilen. Das Ganze sitzt unter der, ist bei uns 5 mm stark, diese Lauffläche mit, dem, mit der Oberfläche drauf. Darunter liegt das Ganze und so kriegen wir das hin. Es ist dieses Bild hier. Das sind die Aluminiumbleche. Das Schwarze sind die Rohrleitungen. Das heißt, dieser gesamte Laufbereich wird beheizt und Sie haben eine schöne gleichmäßige Wärmeverteilung über diesen gesamten Bodenbereich. Dann gehen wir noch mal ins Fahrerhaus. Die Frage habe ich heute Vormittag in Einzelgesprächen schon gehabt. Ja, wir kriegen in das Fahrerhaus warm durch zweierlei Maßnahmen. Zum einen gibt es hier rund um die Sitzkisten die Stahlstruktur des Chassis ist ja immer kalt. Es lässt sich auch nicht entkoppeln von der Außentemperatur. Das haben wir eingepackt in Konvektoren, sodass die Kälte, die dort aus dem Sitzkasten kommt, über die Heizungskonvektoren direkt erwärmt wird. Das heißt, man hat da auch über den Sitzbereich eine tolle, wohlige Wärmewahrnehmung. Und zusätzlich packen wir noch eine, eine, eine Matte in das Fahrerhaus rein wo auch Wasser durchzirkuliert. Diese Matte wird mit äh, Hydraulikkupplungen an das Heizungssystem angeschlossen, sodass der gesamte Boden des Fahrerhauses mit äh, erwärmt wird. Ja? ja, sicher, natürlich. Die läuft auch während der Fahrt. Ja, ja. also das geht, äh, geht während der Fahrt, äh, weil äh, unsere Gasanlage ist so abgesichert, dass sie auch während der Fahrt äh, benutzt werden darf. Ja, Genau. So, dann äh, kommen wir zu einer super spannenden Sache. Äh, Euromobil Mobil und Victron Energy. An dieser Stelle äh, möchte ich übergeben äh, an den Markus. Your show. Ah. Jetzt hole ich dich mit ins Boot oder machen wir das Break? Nö, nee, jetzt machen wir erstmal Mathematik. Ja, okay. <laughs> erst wird gerechnet, dann gibt es Pause, ist wie eine Schule. Äh, danke, Markus. Ähm, wir haben uns mal so ein paar äh, Gedanken gemacht. Ähm, ja. Wir haben uns mal ein paar Gedanken gemacht, was bedeutet eigentlich Autarkie und. Äh, da haben wir genauso viele Diskussionen, wie es Menschen gibt, die sich für diese Produkte interessieren und jeder macht es ein bisschen anders. Und das ist auch ganz wichtig so. Markus hat das eben auch schon gesagt, ein Nutzer, der ein solches Fahrzeug fährt und außerhalb der Zivilisation fährt, der macht sich Gedanken, wie verhalte ich mich, welche Energie verbrauche ich, welche Energie habe ich zur Verfügung, wie lange muss ich am autark sein. Wir haben mal ein bisschen was simuliert. Das sehen Sie jetzt hier auf dieser, auf dieser kleinen Tabelle. Wir haben mal versucht, so alles anzuschalten, was man so normalerweise kennt. Da oben steht drin: Wir haben eine Klimaanlage, wir haben elektrisch induktiv gekocht, eine Kaffeemaschine, einen Föhn, das Licht, Kühlschrank, Heizung. Alles haben wir bestimmte Zeit pro Tag benutzt und haben so 2.800 Wattstunden an diesem theoretischen Tag verbraucht. Jetzt haben wir da ganz gute Bedingungen gehabt. Wir haben fast sechs Stunden Solarertrag gehabt. Also die Sonne war da, so alles prima. War auf einen, einen Sommertag. Wir haben 270 Watt bekommen aus der Solaranlage und damit aus, der, haben wir aus dem Solarsystem 1253 Wattstunden an diesemselben theoretischen Tag einen Ertrag bekommen. So, und dann sind wir noch ein bisschen gefahren. Zwei Stunden waren wir unterwegs und äh, irgendwo noch an einen neuen Stellplatz gefahren. Ähm, in dieser Zeit ähm, haben die beiden Orions nochmal 1440 Wattstunden geliefert. So, das ist natürlich super komfortabel. Das heißt, wir haben 2693 Wattstunden Ertrag gehabt an diesem Tag. Ähm, das ist eine Bilanz von 107 Wattstunden an diesem Tag. Jetzt umgerechnet auf die 12 Volt sind es 9 Amperestunden. Ah. Das heißt, wenn wir jetzt mehrere solcher immer gleicher Tage hätten, dann könnten wir über 30 Tage autark unterwegs sein. Easy. Jetzt kann es natürlich auch mal anders ausgehen. Das ist jetzt der nächste Fall. Die Verbraucher sind die gleichen, 2800 Wattstunden am Tag, aber wir haben nur eine Sonnenstunde gehabt, weil irgendwie mieses Wetter war. Ja. Oder, oder Schnee oder irgendwie so, also mieses Wetter. Ja, und äh, dann haben wir nur eine Stunde Fahrzeit gehabt, weil wir wollten bei diesem miesen Wetter gar nicht so viel auf der Straße rumkurren. Ähm, das heißt, der Gesamtertrag an diesem Tag sind nur 936 Wattstunden. Das heißt, wir haben hier eine negative Bilanz. Wir verbrauchen an diesem Tag aus der Batterie mehr als 1800 Wattstunden. Das heißt, unter diesen Bedingungen. Jetzt mehrere solcher relativ schlechter Tage wären und wir maximal verbrauchen. Und nochmal, da oben haben wir alles angehabt. Ne? Ob man bei einem Schlechtwettertag die Klimaanlage so lange laufen lassen wird, das ist die andere Frage. Aber jetzt mal rein hypothetisch, da könnten wir aber immer noch zwei Tage, selbst unter diesen fürchterlichen Bedingungen, immer noch zwei Tage autark unterwegs sein, was echt viel ist. Das würde natürlich jetzt realistisch, also das eine ist zu optimistisch, das andere ist aber deutlich zu pessimistisch. Ganz rechts ist jetzt mal so ein, so ein schöner Durchschnitt äh, irgendwo gebildet. Wir haben die Kaffeemaschinen benutzt, wir haben einen Föhn benutzt, äh, wir haben ein bisschen weniger das Licht angemacht. Das muss ja vielleicht auch nicht unbedingt so lange sein. Ähm, der Kühlschrank läuft natürlich und die Heizung läuft auch, weil ähm, es ist ein schlechter Tag. Wir haben kaum Solarertrag, wir haben schlechtes Wetter. Wir fahren auch nicht viel, weil schlechtes Wetter ist. Ähm, das heißt, wir hätten hier ähm, eine negative Bilanz von 464 Wattstunden am Tag und so. Unter diesen Mixbedingungen, das ein bisschen justiert ist, könnten wir ganze acht Tage äh, autark unterwegs sein. Mit dieser einen Batterie 330 Ampere stunden und mit dieser ähm, elektrischen äh, Ladeausrüstung, äh, die wir eben beschrieben haben. Ohne Ja, ja, ohne Faltpanel. Ja. Genau. So. Ähm, und jetzt kommt das natürlich so ein bisschen. Ähm, ich setze, oder wir setzen voraus, dass unsere Kunden, Dass sie alle ähm, das auch ein bisschen selber äh, unter Kontrolle haben. Wenn ich weiß, ich habe elektrische Energie nicht zur Verfügung und das ist knapp und ich will lange autark unterwegs sein, ja, dann kochen sie mit Gas, weil sie wissen: Naja, wenn ich jetzt auch noch induktiv koche, der zieht mir ziemlich viel Leistung daraus, dann ist das vielleicht nicht so gut. Gasforschung haben sie ja Diese Fragen beantworten sie selbst, aber sie haben einen tollen, eine, eine tolle, umfangreiche Ausrüstung mit der sie sehr lange äh, autark äh, mhm. unterwegs sein können. Ja, ja so, jetzt ähm, kommt noch ein ganz anderes wichtiges Thema. Jetzt wollen wir ja nicht nur Technik machen. Cozy on Tour. Ähm, was für uns ganz wichtig war in der Konzeption des Fahrzeugs war, dass das eben nicht nur technisch äh, ein Feuerwerk wird, sondern ähm, dass es auch ein angenehmes, gemütliches, zu Hause auf einer großen Reise wird. Und da haben wir uns richtig viel Mühe gegeben. Ich gehe mal ganz kurz hier über den Grundriss drüber. Das ist das Modell. Wir haben vorne den Fahrer und den Beifahrersitz. Dann eine, wie wir es nennen, Face-to-Face -face oder Vis-à-vis-Sitzgruppe. Die ist super praktisch, weil sie sehr viel Raum ermöglicht. Also man hat einen sehr offenen Raum. Wenn der Tisch zusammengeklappt ist, kann man sich guter bewegen. Man kann von vorne nach hinten durchlaufen. Sehr geräumig. Dann gibt es eine schöne Küche, ein ganz neues Badezimmer, das zeige ich Ihnen gleich auch. Da haben wir ein paar schöne Bilder dabei. Und ähm, unser ähm, Einzelbetten-Schlafzimmer äh, mit Bettenmaßen äh, von zwei Metern tatsächlich. Nischenmaß zwei Meter, Matratzenmaß ist 1,98 Meter. Also ein sehr komfortabler, großzügiger Grundriss. Das ist der Blick von vorne nach hinten. Wir haben hier vorne die die Face-to-Face-Sitzgruppe. Ähm, was klasse ist auch, dass vom, von der Sitzgruppe nach hinten äh, auch die Küche den Raum nicht zerteilt. Das ist alles eine fließende Linie, es ist schön offen und geräumig. Ähm, von hier aus gesehen auf der linken Seite sehen wir die äh, Badezimmerwand. Da ist Platz genug für einen 32-Zoll-Flachbildschirm. Ähm, wenn Sie möchten, wenn Sie kein Fernsehen möchten, können Sie ein schönes Bild hinhängen. Es äh, ist also viel Platz. Ähm, genau. Hier gehe ich jetzt noch mal gerade kurz auf die Geräte ein. Wir haben ja eben diese ähm, technische Diskussion oder die Mathematik rund um die Autarkie geführt. Äh, das Fahrzeug ist ausgerüstet mit einem äh, Hybridkocher. Es gibt ein Induktionskochfeld, was über den Multiplus, über den Wechselrichter versorgt wird, und zwei äh, Flammengasbrenner. Äh, äh, und das ist eben toll an diesem Gerät. Das kann man sich aussuchen, wie viel Energie habe ich wo. Wenn ich genug Gas habe, dann koche ich mit Gas und wenn ich genug Strom habe, kann ich mit Strom kochen. Dann im hinteren Bereich auf dem rechten Bild sehen Sie den Kühlschrank. Das ist ein Kompressorkühlschrank. Der läuft auf der 12-Volt-Schiene, braucht also gar kein Gas. Den haben wir komplett an die Elektrik, an den Strom gehängt. Das ist das Badezimmer. Das ist ein bisschen ein besonderes Stückchen geworden. Wir haben einen geräumigen Toilettenraum, wo man sich toll bewegen kann, wenn man sich wäscht rasiert. Toilette, viel Platz. Und wenn man diese Wand, da sieht man diese, diese Säule hier. Ja, an dieser Säule schwenkt jetzt diese ganze Wand über die Toilette. Und dann sieht man, dass auf dem rechten Bild wird eine ganz geräumige große Dusche freigegeben. Da kann man sich perfekt drin bewegen und nicht nur so schmal Hannisse wie ich, da haben auch größere Menschen guten Platz drin. In dem Waschraum sieht man jetzt noch was, das ist eine pfiffige Geschichte. Hier unten diese Kunststoffverkleidung, da sitzen zwei Heizungskonvektoren drin übereinander. Da bringen wir eine sehr große Wärmeleistung in diesen Waschraum rein. Hat jetzt zwei tolle Effekte, wenn man duschen will im Winter oder wenn man ein bisschen verfroren ist, dann hat man es knuddelig, gemütlich warm in diesem Waschraum. Und wenn man dann, so wie ich, immer mit nassen Klamotten vom Wandern zurückkommt, dann kann man seine ganzen nassen Klamotten nach dem Duschen in diesen Duschraum hineinhängen. Da ist eine Handtuchstange oder beziehungsweise eine Klappregelstange oben und macht die Dachluke auf Spalt und dann hat man innerhalb von einer Stunde anderthalb hat man seine nassen Kleidungsstücke in dieser Dusche getrocknet und die ganze stickige feuchte Luft geht durch die Dachluke nach oben weg. Also das ist eine mega praktische Geschichte. Bitte. Aber ja, wir haben bei diesem Waschraum etwas gemacht, das habe ich auf dem Bild nicht dabei. Die Eingangstüren zu dem Waschraum sind schon die Duschtüren. Das heißt, das Wassermanagement ist so, dass sie diese festen Wände haben in der Dusche. Und da, wo jetzt der Kameramann steht, ist die Eingangstür. Und das ist eine veritable Duschtür, die auch nass werden darf. Und dadurch braucht es keinen Vorhang mehr. Gucken Sie es gerne unten am, am Fahrzeug an. Ja. So, und dann hier nochmal ein Blick ins Schlafzimmer. Das sind die geräumigen Betten. In der Mitte gibt es noch so einen Auszug mit einem Zusatzkissen, sodass Sie diese Liegefläche nochmal komplett vergrößern können. Also, ja nicht das ganze Schlafzimmer dann zu, einem, zu einer Liegefläche machen können ja, der backofen äh, ist im moment in den paketen äh, gelistet. wir müssen jetzt noch mal gucken, wie wir das machen in der zukunft. also im moment ist er mit drin. Äh, für die zukunft müssen wir gucken. Äh, wenn viele menschen den backofen nicht möchten, dann müssen wir da noch mal dran drehen. aber im moment ist er mit dabei. ja. genau. so im bettbereich gibt es eine Menge äh, pfiffige äh, Sachen, die sehen nicht nur hübsch aus, sondern die können auch was. Äh, es gibt so eine Filztasche, da kann man Utensilien reinstecken. Äh, es gibt diese, diese Spanngurttaschen, wo man äh, Bücher, alles Mögliche, äh, die Brille dahinter klemmen kann. Ähm, die Lampen äh, sind auch witzig, äh, dass man so... So, äh, Bügellampen hat, die, die äh, irgendwo als Leselicht fungieren, das kennen wir ja alle. Ähm, aber das ist so, eine, so ein ganz softes Material und das Pfiffige dabei ist, die kann man jetzt nicht nur hoch und runter biegen, die kann man auch in die Richtung biegen. Also, das ist ein ganz überraschender Effekt. Und sie haben zusätzlich noch einen USB-Ladestecker, ja, also für, für Handy und Utensilien. Über dem Bett in der Mitte äh, gibt es nochmal USB-Ladesteckdosen, ähm, also Handy hinten einfach in die Tasche klemmen und dann während der Nacht oben laden. Ähm, und äh, Lichtschalter, natürlich, wenn man im Bett liegt und sagt, verdammt, habe ich wieder vergessen, das Licht auszumachen. Äh, sie müssen nicht nochmal aufstehen, machen sie einfach von da äh, den Hauptschalter raus. Geht dann von der, von der Bettposition aus. Genau. Hier sieht man nochmal die, die Taschen. Äh, Im Eingangsbereich gibt es so eine große Tasche, die hat oben solche Öffnungen. Ähm, das erklärt sich nicht gar so. Ähm, ich bin ja auch äh, Hundebesitzer und ich brauche immer was im Eingangsbereich, wo ich die Leine hinhängen kann. Ähm, und da äh, haben wir auf dem Bild dargestellt, da kann man wirklich mit so einem Karabiner einfach in diese Lasche reingehen, kann Hundeleine, äh, alles Mögliche dranhängen. Äh, Finde ich eine ganz, ganz praktische Sache und sieht noch schön aus dazu. Genau, so. Äh, und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Ähm, der nächste Partner kommt ins Spiel, eure Mobil und Garmin Bus. Ähm, eine ganz tolle gemeinsame Entwicklung. Ähm, MPI-Bus ist, das schicke ich jetzt gerade noch mal vorneweg als Hersteller, mal bekannt dafür, sehr solide, belastbare Systeme zu machen. Die kommen aus dem Offshore-Rettungsboote-Bereich. Und das ist halt auch ein Bereich, da darf man sich nicht viele Fehler erlauben. Ja, ja und damit gebe ich das Wort weiter an Mike. Ja. Vielen Dank schon mal. Ja, und jetzt würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie mit uns einen Termin vereinbaren. Sie finden uns direkt an der B29 zwischen Fellbach und Schorndorf, eine Viertelstunde weg vom Stuttgarter Stadion. Ja, Sie finden die Fahrzeuge bei uns nicht nur alle im Netz, sondern auch alle bei uns in unserer Kompletto-Ausstellung vor Ort. Und Kompletto heißt alle Möbel, alle Möbeldekore, alle Polster, alle Grundrisse, eben alle Eurer, alle Karmann und alle jetzt neu Röhnkämper. Die Infos dazu, welche Fahrzeuge vor Ort sind, in welcher Ausstattung und ab wann, finden Sie auf unserer kompletten Website, die ist unten auch nochmal verlinkt. Und dann eine ganz besondere Spezialität von Mimobile ist der Verkauf der großen Mietflotte am Ende der Saison oder auch schon während der Saison unter dem Namen, Markennamen Early Bird. Der frühe Vogel holt den Wurm. Darüber hinaus kann man sich auch einen maßgeschneiderten Gebrauchten bei uns bestellen. Der muss halt rechtzeitig zur Mietsaison geliefert werden können, damit er dann am Ende der Saison ausgeliefert werden kann. Apropos Vermietung: Wir bei Mimobile e verkaufen nicht nur das Wohnmobil, sondern wir bieten auch wirklich Service von Anfang bis zum Ende. Und dazu werfen wir jetzt zuerst mal einen Blick zur Mama in die Vermietung. <laughs> Wir haben über 50 Fahrzeuge in der Vermietung. Jedes Jahr neue Modelle mit den unterschiedlichsten Grundrissen. Die Chancen sind also sehr gut, dass Sie Ihr Wunschfahrzeug, für das Sie sich zum Kauf interessieren, bei uns zuerst mal mieten können. Die Fahrzeuge sind alle Werkstatt- und Kundendienst gewartet. Hier in unserem Technikparcours berate ich Sie zum Thema Autarkie, Lithium, Wechselrichter, Solar- und Brennstoffzelle. Zum Thema Multimedia, SAT, TV, Navigationssysteme und mobiles Internet. Zum Thema Sanitär, Wasseraufbereitung, Pumpentechnik, Trocken- und Trenntoiletten. Weiterhin berate ich Sie zu Fahrwerkstechnik, Lastenträger, Anhängerkupplung gerne auch direkt an Ausstellungsstücken in unserer Ausstellung. Nun geht's weiter zur Werkstatt. Moment, einen kleinen Zwischenstopp gibt's noch. Unsere Werkstatt ist nämlich an unserem neuen Standort in Bräuningsweiler. Alles, was Sie sich beim Björn im Technikparcours ausgesucht haben, bauen wir Ihnen gerne ein. Wir machen nicht nur das, sondern alles andere, was rund ums Wohnmobil anfällt, wird bei uns repariert. Diesen Service bieten wir nicht nur für Euron und an, sondern auch für alle anderen Marken. Ja, das war jetzt die Vorstellung im Schnelldurchlauf. Ausführliche Infos zum MimoBile mobile finden Sie in unserem Kickoff-Video 2024. Link dazu unten in der Beschreibung.